Es ist das Spiel des Jahres in Hamburg, Leute. Derbyzeit, FC St. Pauli gegen den HSV. Der Erste empfängt den Zweiten. Also krasser könnte die Konstellation nicht sein. Und ich freue mich so sehr, euch dieses Spiel auf meinem Kanal anbieten zu können. Viel Spaß mit dem Video. Aber erstmal Haare schneiden. Guckt euch mal die bodenlose Frise an. Oh, jetzt sehe ich doch aus wieder wie ein Mensch, oder? So, das hätten wir. Und jetzt geht's direkt los Richtung Kiez, Richtung Dom. Mal gucken, was da abgeht. Ich bin so gespannt. Also es ist mein zweites Mal überhaupt am Millerntor. Ich war da einmal zu einem Freundschaftsspiel U17 Deutschland gegen U17 Österreich. Ja, Leute, wie kalt es gerade ist, brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Man sieht's, liegt schon sehr viel Schnee, auch beständiger Schnee. Also der schmilzt nicht so einfach weg. Weil ich glaube, heute wird das sowas von heiß werden da im Stadion. Die Kälte jetzt scheißegal. Und da kommt auch schon mein Bus. Wir sind angekommen bei der gleichnamigen Haltestelle St. Pauli. So ultra viele Sicherheitskräfte am Start. Also es geht ja schon hier los bei der Hochbahnwache. Oh, guckt euch das mal an, wie viele Leute, ey, hier die Treppe hochgehen. Und rein zufällig, Leute, wer jetzt gedacht, ist gerade Winterdomzeit. Ist auf jeden Fall immer ein Highlight in Hamburg, viermal im Jahr. Dieser Riesenjahrmarkt hier. Mit jeder Menge Fahrgeschäfte und Süßigkeiten. Ich sag's euch, für die, die heute kein Ticket bekommen haben, ne? Mehrmals Riesenrad fahren, da oben stehen bleiben und das Spiel beobachten. Weil da drüben ist nämlich das Stadion, Leute. Digga, wie habe ich diesen Dom als Kind geliebt, ne? Mittlerweile turnt es mich einfach nicht mehr so doll, weil man mit den Jahren einfach so viele krassere Sachen gesehen hat. Aber hier so eine schöne Wurst wäre doch was, oder? Eine Geflügelbratwurst bitte, ja? Ich habe jetzt hier erstmal so eine schöne Geflügelbratwurst bestellt. Ich habe jetzt mal richtig Bock drauf. Die HSV-Fans laufen hier schon durch. Und ja, Digga, bloß nicht sparen mit dem Senf. Bloß nicht sparen. Boah, halt. Ich glaube, ich spaziere mal nebenbei, jetzt während ich die Wurst esse. Schon zum Stadion, weil ich weiß halt nicht, wie lange das dauert, dass man da reinkommt. Und die Kontrollen und sowas. Und da, Leute, ist das Millerntor-Stadion. Und gucken wir das mal an. Den könnte man auch nehmen als Alternative, um Fußball zu gucken heute. Ja, ich bin so hype, ey. Ich brenne auf dieses Spiel. Ich war ja auch beim letzten Derby schon dabei im Volksparkstadion. Werde ich euch am Ende des Videos auch nochmal einblenden. Das Video war auch übelst krank, weil das ist 4-3 damals ausgegangen für den HSV. Und da sind wir. Jetzt muss ich nur noch meinen Bereich suchen. Ich weiß gar nicht, wo der ist, weil ich war hier noch nie bei einem Pflichtspiel gewesen. Kultur über Profit. Das ist so ziemlich das Motto dieses Vereins. Also der Verein genießt hier sehr viele Sympathien in Hamburg auch. Aber nur bei den HSV-Fans ist dieser Verein nicht so beliebt. Also so ein Kinderpunsch zum Aufwärmen wäre auch jetzt nicht schlecht. Ne? Ich glaube, wir werden hier echt nochmal die Hände jetzt an so einem Kinderpunsch. So. Oh, das tut gut jetzt. Das ist sogar dieser richtig geile Schneemännchens-Kinderpunsch. Ich habe meinen Schal übrigens an, ne? Der ist unter der Jacke. Ich behalte die Jacke so lange zu, bis ich im Stadion drin bin. Sicher ist sicher. Leute, es ist wirklich so ein Wunder, dass ich auf dieses Spiel gehen kann. Es war ja so gut wie unmöglich im Vorfeld, als Normalo Tickets zu bekommen. Und ich habe wirklich Tage, Wochen, jeden Tag gegoogelt, geguckt, eBay, hier und da, bis ich dann einen Verkäufer gefunden habe. Ich habe jetzt knapp 200 Euro für die Karte bezahlt. Aber ich sage, wenn man YouTube-Videos macht, dann lohnt es sich dann irgendwo. Ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich jetzt kein YouTube gemacht hätte, hätte ich mir das nicht gegönnt. Vor allem, ich kann es immer noch nicht fassen, das ist hier der Erste gegen den Zweiten. Diese Konstellation gab es zuletzt vor 72 Jahren und das ist jetzt das 110. Stadtderby in Hamburg. Ich habe mir die Karte natürlich auch nur geholt, weil ich im HSV-Bereich bin, im Sitzplatz, also wo ich halt filmen kann. So, es gab so viele Karten noch, ein paar einzelne Dinger im St. Pauli-Steher, da wäre ich wahrscheinlich mit Kopf ab wieder rausgekommen. Oder im HSV-Steher, da wäre ich genauso verbeult wieder rausgekommen. So, dann gehe ich jetzt mal rein ins Getümmel. Rein ins Berufsrisiko hier. Das Millerntor-Stadion, Leute. Also dieses Stadion ist wirklich Kult hier in Hamburg. Und auch die Außenfassade sieht alles so retro aus. Mit Stickern und Graffitis mit dran. Und sogar Kneipen hier unten. Also das ist schon wirklich einmalig hier. Der Kiez wird heute beben. Hier ist auch so ein Clubheim vom FC St. Pauli mit Museum. Und Rotlicht natürlich. Der Polizeiaufgebot ist natürlich gewaltig hier. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier rein muss, ey. Ich komme gerade nicht klar mit dem Stadion. Guckt euch das an, das sieht richtig geil aus. Jetzt hier diese View hier auf dem Dom. Und da die ganzen Fahrgeschäfte. Und hier nebenan das Millerntor-Stadion, Leute. Flutlichtatmosphäre. Das ist wirklich unfassbar, wie viele Leute hier so ein Ding hochhalten. So ein Zettel, wo drauf steht, dass sie eine Karte suchen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da so viele Leute sind, die eine Karte suchen.
Das war ja auch wirklich so eine hohe Nachfrage gewesen. Und bei 29.000 Leute Kapazität. Digga, Leute, guckt euch mal an, was hier los ist, Digga, die Polizei, Alter. Oh mein Gott. Digga, die Polizei ist ja auch mit diesen riesen Wasserwerfern am Start. Ja, habt ihr auch schon euren Weihnachtsbaum zu Hause aufgestellt? Digga, was für ein Wetter, jetzt fängt es richtig an zu schneien. Die spielen hier dieses, oh, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie dieses Spiel hier heißt. Und hier geht's wohl Richtung Gästeeingang. Guckt euch mal den Trainingsplatz an, komplett zugeschneit. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, Leute, wir sind da. Guckt euch mal, wie viel Polizei hier einfach steht, wenn die Gäste hier durchlaufen. Ich laufe ja wie auf dem Präsentiertablett hier durch die Bullen durch. Nach der Wurst ist vor dem Astra. 5 und 6, glaube ich. Guck mal, hier steht auch schon nur der HSV dran. Digga, ich nehme euch jetzt mit auf so einen richtig saftigen ersten Blick, Digga. Ich sag's euch schon mal gleich, Leute, es wird sehr, sehr, sehr schwierig zu filmen, weil hier ganz viele fette Fahnen vor mir sind. Also ich kann das Spielfeld kaum sehen mit der Kamera. Ole, ole! Super Hamburg, ole! Super Hamburg, ole! Super Hamburg, ole! Komplett bedient, Leute, komplett bedient, Digga. Ich kann ja kaum was sehen. HSV! Das Spiel läuft gerade nicht, läuft nicht so gut. Ja, das Abbrennen von Pyro ist verboten, ne? Aber guckt euch mal da hinten die ganze Wand an, Alter. Komm! Leute, ihr müsst es mir nachsehen, wenn ich heute ein bisschen sehr nah an mir dran filme. Weil hier sind trotzdem ein paar Leute, die nicht gerne auf Kamera gesehen werden wollen. Und das respektiere ich. Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Auf geht's! Hamburg schießt ein Tor! Komm! Also ist schon ganz, ganz stark, wie St. Pauli sich da spielerisch hinten rausspielt. Ein Eckball, vielleicht aus der Ecke heraus, wieder kurz gespielt. Jetzt! Oh. Digga, was ist das? Oh mein Gott! Digga, Leute, ich hab's einfach wegen dieser Spanne nicht gesehen. Es war wohl ein richtig individueller Patzer. 2-0 für St. Pauli. Ambrosius, Ramos und jetzt hüpft der Ball und dann das. Ich werde komplett bekloppt hier. Scheiß Spiel. Ja, das ist unglaublich bitter, Digga. Unglaublich bitter, der geht nach Hause. In der 27. Spielminute das 2-0 für den FC St. Pauli. Digga, das ist so unfassbar bitter. Unglaublich. Also, was da für Ballverluste gerade passieren. Ah, jetzt auch eine schöne gelbe Karte für Ramos.
Es wird immer besser. Sag euch ehrlich, der Ausfall von Bakariata fliegt gerade sehr, sehr schwer. Also von dem ging ja immer noch ein bisschen Antrieb aus und jetzt gar nichts. Und der nächste Angriff von St. Pauli, verdammte Scheiße. Oh Mann! Ging das so gut und abgeklärt, St. Pauli. Keine Chance, also nicht mal ein gefährlicher Torschuss oder so von Hamburg. Gar nichts. In die 40. Minute. Halbzeitpause! Hochverdiente Führung für St. Pauli, leider, muss man so sagen. 2-0 zur Halbzeit. Die Mannschaften sind jetzt wieder da und der Schiri pfeift gleich zur zweiten Halbzeit an. Ich bin einfach nur gespannt, wie der HSV darauf jetzt reagieren wird. Das ist bisher die schwierigste Halbzeitrückstand, den sie die Saison hier haben. Mal gucken. Bin jetzt wirklich gespannt, was Tim Walter da rausholt oder ob sein Stuhl morgen schon wackelt. Also Leute, statt jetzt kann ich sowieso nichts sehen, weil hier alles voller Rauch ist. Vorsicht. Jetzt! Ja! Tor! Tor 1 zu 2! Ja, Mann! 1 zu 2! Ich konnte es wieder nicht sehen. Ihr wisst es wegen dieser Fahne, aber die Hoffnung ist wieder da. Hätte mir einer zur Halbzeit gesagt, ein Punkt noch, hätte ich unterschrieben. Aber wenn das 2-2 so schnell kommt, spüre ich irgendwie, da ist noch mehr drin. Ich würde das 2-2 nehmen. Das ist mitgenommen. Wahnsinnig wichtig. Hier auf St. Pauli 2-0 zurückgelegt. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß mit dem Video, auch wenn ich nicht so wie immer die Tore alle drauf habe, was einfach heute unmöglich war. Es war wirklich nicht einfach. Aber wir haben einen Punkt am Müller-Tor beim ersten. Also so schlecht ist das nicht. Und jetzt kommt nochmal die Mannschaft auf die Auswärtskurve zu. Ich finde den Applaus, haben die sich verdient, nach 0-2 hier am Müller-Tor zurückzukommen. Das ist ja wirklich heftig, dieser Support von Torwart. Ob das genauso gewesen wäre, wenn sie verloren hätten? Wahrscheinlich auch. Leute, das Spiel ist aus. 2-2 im wilden Schneetreiben vom Millerntor zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV.
Also ich bin zufrieden. Hätte mir jemand zur Halbzeit gesagt, dass das Ding noch 2-2 ausgeht, ich hätte da sowas von meiner Unterschrift runtergepackt. Und ja, seht es mir bitte nach, dass ich die Tore einfach nicht alle drauf habe. Es war unfassbar schwierig. Jeder, der schon beim Auswärtsblock mitgefahren ist oder mitgestanden, mitgesessen hat, weiß einfach, wie unheimlich schwierig das ist. Und es ist auch sehr sensibel. Da gibt es einige Gruppen mit Pyros und sowas, die wollen nicht gesehen werden. Da musste ich auch einfach Rücksicht drauf nehmen. Und ja, aufgrund der Fahnen habe ich halt die beiden Tore vom HSV verpasst. Aber die Stimmung habt ihr drinnen. Die Stimmung, wie es abging, es war Weltklasse im HSV-Auswärtsblock. Und ja, ich bin auf den letzten Spielen in der Vorrunde allesamt dabei. Ich bin jetzt am Mittwoch in Berlin, danach zu Hause gegen Paderborn, dann auswärts in Nürnberg. Lasst ein Abo da, damit euch auch diese Videos angezeigt werden. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, Leute. Und danke fürs Zusehen. Haut rein, Hummel, Hummel. Ciao.